Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV und heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, wie erkenne ich eigentlich liquide Optionen? Man sagt ja immer, ne, du musst liquide Optionen haben, aber woher weiß ich denn eigentlich, ob eine Option liquide ist oder nicht? Und ich will euch heute einen ganz einfachen Trick zeigen, wie ihr selbst mit eurer Handelsplattform erkennen könnt, ob ihr liquide Optionen habt oder nicht. So, wir machen das Ganze wieder mal zweigeteilt. Ich erzähle euch was und dann schauen wir mal hier in den Bildschirm hinein. Und zwar, ihr wisst natürlich, warum sollte man überhaupt liquide Optionen handeln? Liquide Optionen haben ja den Vorteil, oder was bedeutet überhaupt Liquidität? Liquidität bedeutet, es werden sehr, sehr viele dieser Optionen gehandelt. Das heißt, an jedem Strike, in jeder Laufzeit, es geht einfach sehr viel um. Und das bedeutet, ich komme selbst gut in diese Optionen rein und ich komme auch gut in diese oder aus diesen Optionen heraus. Und das ist natürlich wichtig, nicht zu sehr bei Positionseröffnung. Wenn ich eine Position eröffnen möchte, kann ich auch mal in einem Markt handeln, der nicht so liquide ist. Ne? Weil da kann ich mir ja Zeit lassen, kann sagen, okay, ich arbeite ein bisschen mit meinen Limits. Und wenn es halt 5 Minuten oder 10 Minuten, auch mal eine Stunde dauert, um ein Limit zu erreichen, naja gut, dann ist es halt so. Stellt euch aber mal vor, ihr wollt aus einer Position aussteigen, weil die zum Beispiel im Minus ist und jetzt habt ihr wenig Liquidität, das heißt wenige Geschäftspartner, die mit euch traden wollen. Dann ist es natürlich schwierig, aus diesen Positionen auszusteigen und wenn ihr eh schon unter Druck seid, das heißt also wenn eh schon Geld weggeht sozusagen und ihr dann noch Probleme habt, aus einer Position auszusteigen, dann wird es natürlich besonders schwierig und gerade wenn es um Thema Optionen geht, die sich ja gehebelt, also schnell auch bewegen, ist es äußerst wichtig, liquide Optionen zu haben. Und es gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Da schauen wir uns mal hier jetzt auf dem Bildschirm an. Und zwar als allererstes gehen wir mal auf eine Webseite, die kennt ihr vielleicht aus unseren Coachings. Ich stelle es auch immer vor beim Webinar für kleine Konten. Und zwar ist das hier eVolatility, das ist eine Website, die muss man abonnieren, also muss man nicht, aber wenn man sie nutzen will, muss man sie abonnieren und zwar gibt es da zwei verschiedene Varianten, wir bleiben jetzt mal bei der Aktienvariante, die heißt Advanced Options, kostet $14,90 im Monat, wir haben keinen Deal mit denen, deswegen ob ihr es abonniert oder nicht, ich habe nichts davon, ist eine tolle Seite, allerdings für dieses wenige Geld bekommt ihr wahnsinnig viel Informationen. So, und jetzt schauen wir uns mal zwei Aktien an. Wir wissen, eine der meistgehandelten Aktien und auch Optionen dazu, das ist natürlich Apple. So, und jetzt schauen wir uns mal Apple an. Und wenn wir das jetzt hier mal sehen, dann seht ihr hier oben eine Anzeige, hier wo meine Maus sich jetzt gerade befindet. Und da seht ihr hier One Week Average Options Volume. So, und was heißt das? Das ist der Durchschnitt einer Woche, was pro Tag gehandelt wird. Also man schaut immer eine Woche Handel an und sagt, wie viel Stück von den Optionen werden denn da am Tag gehandelt? Ihr seht, das sind 654.000 Stück pro Tag. 654.000 Apple-Optionen werden gehandelt. Das ist wahnsinnig viel. Das Aktienvolumen liegt am Tag bei ungefähr 28 Millionen. Das heißt, 28 Millionen Aktien werden am Tag gehandelt. 650.000 Optionen dazu. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie eng der Spread hier ist, das heißt die Differenz zwischen dem An- und Verkaufskurs der Optionen. Und wir können das mal ganz einfach überprüfen. Wir nehmen mal hier die nächste Standardlaufzeit, das ist der 20. Oktober. Wir schauen uns an die At the Money, Out of the Money, Calls and Puts. Und was wir dann hier sehen, das ist die Differenz zwischen den An- und Verkaufspreisen. So, und wenn wir da jetzt ein bisschen in die Märkte gehen, dann sehen wir eben hier die Optionen, wie eng die gepreist sind. Das ist hier die linke Seite der Bid, also der Ankauf und ja der Verkaufspreis für die Market Maker. Für uns ist es gerade umgekehrt. Und ihr seht ja hier 20 auf 21, 42, 43, 1,37, 1,42. Also die sind wirklich hier extrem eng gepreist. Das heißt, ihr habt ja wenig Spread, ihr habt wenig Verlust. Selbst wenn ihr Market mal reingehen würdet, macht es nicht. Aber selbst wenn ihr das mal tun würdet, würdet ihr nicht viel verlieren. So, und das sehen wir auch, das ist ja jetzt hier nur eine Webseite. Das sehen wir aber auch, wenn wir mal in eine, wenn wir mal wirklich hier reinschauen. Das ist das, übrigens ja das kleine Konto, das kennt ihr. Das nehmen wir in unserem Börsenbrief, das nehmen wir beim Webinar. Ich gebe jetzt mal ein bisschen an. 2015 gestartet mit 5.000 Euro, jetzt sind wir bei 21.000 Euro. Inklusive Zuzahlungen, aber trotzdem, wir haben da jedes Jahr hier so einen sehr, sehr schönen Gewinn erzielt. Und jetzt gucken wir uns mal hier im Option Trader
Also der Gewinn war jedes Jahr höher als die Einzahlung. Das will ich damit nur sagen. Und jetzt gucken wir uns mal hier im Option Trader die Optionen auf Apple an. Und da seht ihr zum Beispiel hier der 20. Oktober, das, was wir gerade rausgesucht hatten. Und da seht ihr es hier auch live, der Markt ist gerade offen. Und da seht ihr also auch hier, wie eng sich diese Optionen bewegen. Ne? Also ganz, ganz enge Spreads. Und auch wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft gehen, dann seht ihr hier, selbst in den Weeklies sind die Spreads einigermaßen okay. Wenn wir wieder in einen Standardverfall gehen, dann sind die wirklich sehr, sehr eng, sowohl auf der Call- als auch hier auf der Put-Seite. So, jetzt nehmen wir mal eine andere Aktie, von der ich schon weiß, dass sie nicht zu eng ist. Eine Aktie, die ich in meinem langfristigen Depot habe, hat dieses Jahr ein bisschen gelitten. Aber ich will euch ja nicht immer nur die guten Aktien zeigen, und zwar ist das die WW Grainger. Und jetzt vergleichen wir mal dieselben Zahlen. Bei der gehen am Tag 1 Million Aktien um, das ist ja immer noch eine ganze Menge, aber, und das ist jetzt hier der Unterschied, nur 3.100 Optionen am Tag. 650.000 bei der Apple, 3.000 bei der. Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wo sind hier mehr Mitspieler? Definitiv nicht bei der WW Grainger. Und wenn wir uns das hier wieder anschauen, wir haben hier wieder die gleiche Standardlaufzeit gewählt. Und jetzt guckt euch mal hier die Unterschiede an in den Spreads. 1,90 Dollar auf 2,55 Dollar, 3,20 Dollar auf 4,20 Dollar. Das sind über 30% Differenz zwischen Bid und Ask. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Und auch hier bei den Call-Optionen sieht es genauso aus. Und wenn wir jetzt mal hier uns diese Aktie anschauen, mal gucken, ob ich sie hier schon irgendwo auf habe. Wenn nicht, machen wir es schnell noch. Hier, doch, ich habe sie schon hier. Aktie fällt heute ein bisschen. Und wenn wir uns da jetzt hier die Optionen auch mal in der Realität ansehen, da seht ihr also hier, also Realität im Realtime, da seht ihr auch hier 85 Cent auf 1,20 Dollar. Das heißt, wenn ihr Market hier reingeht, bedeutet das, ihr verkauft diese Option sofort für 85 Dollar und müsstet sie für 120 zurückkaufen. Fast 50% Unterschied. Wenn wir eine längere Laufzeit gehen, nächster Standardverfall im November. Hier wird es noch größer, die Unterschiede. Ne? Und wenn wir vielleicht sogar in ganz langlaufende Optionen gehen, dann seht ihr, dann wird das noch mehr. Wir gehen mal hier an das längste, was es gibt. Das ist der Januar 2020. Und da seht ihr hier, dann gibt es schon mal hier so Unterschiede von 30-40% bei den Optionen. Und jetzt hat vielleicht nicht jeder von euch E-Volatility zur Verfügung und kann deswegen nachschauen, wie viele Optionen gehen da um, sind die Spreads weit, aber schaut einfach in eure Option Chain rein. Und wenn ihr seht, dass die Optionen weite Spreads haben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das nicht nur Zufall ist, sondern dass die einfach weniger liquide sind. Und gerade wenn ihr Einsteiger seid, wenn ihr noch nicht so viel im Optionshandel gemacht habt, dann verzichtet eher auf Trades in Optionen mit solchen weiten Spreads. Wenn ihr erfahren seid, ist das kein Problem. Ihr wisst dann alle, wie man da reinkommt, auch wie man rauskommt. Ihr habt das in der Regel auch von der Kontogröße her im Griff. Aber als Einsteiger lieber eine Apple handeln als eine WW Grainger und guckt wirklich genau hin, sind die Optionen eng gepreist und falls nicht, lieber mal den Trade weglassen und einen anderen Trade suchen. Der Aufwand lohnt sich. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch geholfen, euer Trading erfolgreicher zu machen. Wir sehen uns wieder hier beim nächsten Video auf Optionsstrategien.tv. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Optionshandel. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.